Euder das Sprachrohr des Clubs. Hier geben sich die Hacker klassisch. Die Themen jeder Ausgabe werden in der Redaktion diskutiert und sogar Papier ist noch nicht überflüssig, denn nach wie vor gibt es eine Printausgabe des Clubmagazins. Politiker, Systeme und Technologien werden in der Datenschleuder auseinandergenommen. Doch ohne Chaos geht es nicht. Das Fachblatt für Datenreisende erscheint in unregelmäßigen Abständen. Und nicht selten werden die letzten Feinheiten virtuell diskutiert. Die Datenschleuder spricht vor allem Insider an. Die Massen werden anders erreicht, mit dem Chaosradio im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der letzte Mittwoch im Monat ist angekommen und das heißt, an dieser Stelle gibt es jetzt 2 Stunden Chaosradio auf Fritz. Das heißt, das Radio, wo der Chaos Computer Club selber und direkt mitwirkt, ist eigentlich auch falsch. Der es macht. Heute in Gestalt von Constanze Kurz, die hier zu Gast ist. Guten Abend. Hi. Und wir wollen heute über etwas reden, was ihr digitale Postkarten genannt habt. Eine offizielle Sprachregelung. Das sind 2 Projekte und die Post, die ja jetzt überall die Werbung hat, die hat es E-Postbrief genannt. Und die offizielle Bezeichnung, die auch schon länger im Umlauf ist, ist DE-Mail. Mit der DE-Mail soll eine Mail rechtssicher werden und den Brief oder das Einschreiben ersetzen. Wie könnte es anders sein? Die DE-Mail ist absolut sicher, sagen die Anbieter. Doch was sonst? Der Club hat seine Zweifel. Gut für uns oder nicht? Das digitale Aufklärer-Image ist jedoch kein durchgängiges und erleidet Mitte der 80er Jahre eine dramatische Wende. Der Club steht schließlich vor einer Zerreißprobe. 1985 tritt zunächst der sogenannte Anti-Hacker-Paragraph in Kraft. Das Ausspähen von Daten wird unter Strafe gestellt. Aus Schutz vor Kriminalisierung gründen die Hacker einen eingetragenen Verein. Angeblich hat ein dem CCC wohlgesonnener Mensch aus dem Innenministerium den Tipp zur Vereinsgründung gegeben. Der Ton gegenüber den Hackern wird schärfer. Der NASA-Hack fliegt auf. Hacker aus dem Dunstkreis des Chaos Computer Clubs sind involviert. Gefährlichster Einbruch. Die Hacker drangen sogar in rund 20 Computer der NASA ein. Die Beweise für die Einbrüche, dokumentiert auf 200 Seiten, liegen Panorama vor. Bevorzugtes Ziel der Datenpiraten, die Großrechner Castor und Pollux im NASA-Hauptquartier. Mit einem freundlichen Welcome to the NASA Headquarter wurden sie auch in diesem hochsensiblen Bereich wie üblich begrüßt. Und einen Wegweiser durch das Computerdickicht gab es dazu. Es gab Leute, die haben untereinander die Kennungswege getauscht. Man hat immer schön in den Protokollen gesehen, der Rechner wurde aus Frankfurt aufgemacht, okay. Und 10 Minuten später kam einer aus Berlin, Düsseldorf und dann Hamburg. Es gab damals in dem VMS-Betriebssystem einen Fehler. Und dadurch konnte man dort sozusagen Zusatzprogramme installieren, die Kennwörter abfangen, den Hacker unsichtbar machen im Rechner, solche Sachen halt. Es war ein Gefühl, als würde ich einen geheimnisvollen neuen Kontinent entdecken. Ich klopfte an die Türen aller Hütten im globalen Dorf, düste mit 7 Meilenstiefeln rund um die Welt. Über den Namen, mit dem ich auf Reisen gehen wollte, brauchte ich nicht lange nachzudenken. Parallel zum NASA-Hack verkaufen Karl Koch alias Hackbart Celine und Freunde brisante Daten an den KGB. Dabei dringen sie ins Jet Propulsion Center in Pasadena ein, in die Schaltzentrale für amerikanische Weltraumsonden. Ebenso spähen sie Daten für die Sowjets aus dem Pentagon aus. Matthias Lehnhardt recherchiert die Geschichte für den NDR. Skurril das Treffen in einer Berliner Kneipe mit einem der Beteiligten. Es gab Bier und Bratkartoffeln mit Spiegelei. Und dann sagte der Berliner so einen Nebensatz, ich bin ein Spion. Und dann haben wir erstmal gelacht und dann haben wir ihn angeguckt und er war kreidebleich, weil er auch, denke ich, gemerkt hat, dass man ihm auf den Fersen ist. Musik.
Als der Hack Ende der 80er Jahre bekannt wird, offenbaren sich Karl Koch und einige Freunde dem Verfassungsschutz. Ein Jahr später wird die verkohlte Leiche des damals 23-Jährigen in einem Wald gefunden. Die Todesumstände sind bis heute ungeklärt. Auch wenn der Club wohl nicht direkt beteiligt ist, der NASA und der KGB-Hack haben Folgen. Wir hatten dann halt versucht, die NASA-Hacker straffrei zu kriegen, indem wir halt mit dem Verfassungsschutz kooperiert haben, was auch stark umstritten war bei unseren Leuten damals. Es gab dann trotzdem Hausdurchsuchungen, die komplette Ermittlungswelle lief an. Ausspähen von Daten, so der Verdacht gegen Danieri, der wenig später bei einem Ausflug nach Frankreich in Paris verhaftet wurde. 2 Monate schmorte er in französischer U-Haft, triumphal die Heimkehr. Für seine Mithacker war Danieri die erste Geisel des Computerzeitalters. Der Club ist entzaubert. Das ist der Sündenfall. Damit fängt die Vertreibung aus dem Paradies an. Also Robin Hood ist nicht mehr. Die Gesellschaft, der Alltag ist eingebrochen in den Club, nicht, die für die bessere Welt gekämpft hat. Und auf einmal ist es genauso wie überall. Nicht, da gibt es eben auch kriminelle Elemente. Innerhalb des CCC folgt eine Sinnkrise. Die Gründungsmitglieder des Clubs zerstreiten sich. Die damals junge Generation, darunter Andy Müller-Magun, übernimmt die Führung. Es gab einen Tag, da war ich gleichzeitig Kassenwart, irgendwie stellvertretender Vorsitzender und Pressesprecher. Diese 3 Positionen wurden mir alle an einem Tag auf den Tisch gelegt. Es gab Verdächtigungen, wer jetzt innerhalb des Vereins für den Verfassungsschutz arbeitet, warum bestimmte Leute bei Ermittlungsverfahren geschont worden waren, wie weit die Kooperation von Einzelnen mit den Ermittlungsbehörden ging, wie weit sie ausgesagt hatten, wie weit man dem noch vertrauen kann und so weiter fort. Untergegangen ist der Chaos Computer Club nicht. Im Gegenteil. Sie haben es geschafft, sich neu zu erfinden und ihre Hackerphilosophie ins Ausland zu tragen. HOPE, Hackers on Planet Earth, ist das amerikanische Hackertreffen, inspiriert vom Chaos-Kongress in Deutschland. Dabei haftet den Hackern in den USA nach wie vor das Image der bösen Jungs an, die Systeme knacken und damit Millionenschäden anrichten. Bis sie Anerkennung als Experten finden, ist es in Amerika noch ein weiter Weg. Respektvoll schauen sie nach Deutschland. So auch Eric Corley, einer der bekanntesten Hacker der USA. Und Initiator der HOPE. Der Chaos Computer Club ist Motivation für Hacker auf der ganzen Welt. In Polen, Ungarn, in Amerika. Ja, er ist eine Institution. Eine gute Institution. Wenn sie etwas hacken, auf Sicherheitslücken hinweisen, dann hört man ihnen zu. Denn sie sind intelligente Leute, die wissen, wovon sie reden. Und sie werden die Wahrheit sagen. Alle 2 Jahre findet die HOPE mittlerweile in New York statt. Das Publikum ist wie in Deutschland international. Und so haben die Hacker auch in den USA längst ihre Keller verlassen und agieren in einem globalen Netzwerk. Selbst eine in deutschen Hackerkreisen viel konsumierte Hacker-Limo wird von den US-Kollegen importiert. Ende der 90er Jahre. Der Computer und das Internet werden zum Massenmedium. Jeder ist irgendwann irgendwie drin. Für den Chaos Computer Club ist es die Zeit der Dezentralisierung. In ganz Deutschland entwickeln sich kleine Clubs. Neue Köpfe, neues Chaos, Inspiration. Aber auch ein weiterer mysteriöser Todesfall geht in die Geschichte der Hacker ein und sorgt für Verunsicherung. Als der Berliner Boris F., bekannt unter dem Synonym Tron, zum ersten Mal im Club erscheint, löst er Erstaunen aus. Innerhalb weniger Minuten können alle umsonst telefonieren und er hält einen mitreißenden Vortrag über Smart Cards. Allen ist klar, sie haben ein Talent vor sich. Vor Tron ist kein kommerzielles Verschlüsselungs- und Authentifizierungssystem sicher. Er knackt die Codes von Telefonkarten oder auch die D-Box des digitalen Bezahlfernsehens Premiere.
Tron konnte, das konnte keiner sonst, der konnte Binärcode lesen. Das heißt, der konnte innerhalb von Minuten das ablesen, sagen 0, 1 und so fort, konnte daraus die entsprechenden Werte bilden und konnte das Programm daraus zurückbilden und damit auch die geheimen Schlüssel. Das war absolut einmalig und auf dem ganzen Planeten gibt es bis heute nur zwei andere, die daran rankommen, sag ich mal. Das ist auch mehr oder weniger allgemein bekannt, dass er da einfach, da war echt wie vom anderen Stern. Also das war eine große Leistung. Mit seinem Wissen bewegt er sich auf dünnem Eis und fordert Wirtschaft und Geheimdienste heraus. Im Oktober 1998 finden Spaziergänger in einem Berliner Park einen Toten. Es ist Trons Leiche. Selbstmord oder Mord, bis heute ungeklärt. Das Thema Verschlüsselung beschäftigt den Club weiter. Also ich persönlich benutze sehr viele verschiedene Verschlüsselungsprogramme und glaube, dass ich gegenüber dem Schnitt der Gesellschaft ein sehr hohes Bedürfnis an Privatsphäre habe, die ich, da ich weiß, wie die Möglichkeiten sind, diese Kommunikationswege abzuhören, auch stark selbst schütze. Generell, wenn man jetzt mal das im Größeren betrachtet, glaube ich natürlich auch, dass wir als Gesellschaft ein Grundrecht auf Anonymität haben sollten. Und dass etwa, wenn wir das verlieren, würden wir eine Menge verlieren. Deshalb bin ich auch nach wie vor bereit, dafür zu kämpfen, dass es so bleibt. Grundrechte verteidigen. Konstanze Kurz und der Club reden nicht nur darüber, sondern tun es, wie im Verfahren zur Vorratsdatenspeicherung. Auch wenn Kritiker den Akteuren des Clubs Populismus vorwerfen, ihre Sachkenntnis ist unbestritten. Wie unverzichtbar ihre Expertise ist, hat der Verfahrensbeteiligte Gerhard Baum erlebt. Übrigens habe ich mit Interesse gesehen, wie diese acht Richter, wie aufmerksam und hochinteressiert sie gegenüber diesen Ausführungen waren und welche Fragen sie gestellt haben. Das ist ja für ein Gericht absolutes Neuland. Wie kommt man an eine Festplatte? Was passiert da? Welcher Missbrauch kann erfolgen? Wie können möglicherweise Informationen weitergeschickt werden, verfälscht werden, verändert werden? Also das Gericht hat geradezu aufgesogen, was die Experten gesagt haben. Und die Expertise ist heute wirklich außerhalb der Regierung. Nicht nur das Bundesverfassungsgericht, auch das politische Berlin hat die Bedeutung der Hacker erkannt, sei es in Hintergrundgesprächen oder vor der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages. Konstanze Kurz arbeitet erneut als Sachverständige. In der Enquete-Kommission geht es um die Zukunft des Internets und der digitalen Gesellschaft. Die hier geführten Diskussionen dienen dem Parlament als Entscheidungshilfen und sind zukunftsweisend. Im September 2010 erhält der Chaos Computer Club auf der Ars Electronica die goldene Nika, den digitalen Oscar. 30 Jahre Engagement und der internationale Einfluss des Clubs finden Würdigung. Mehr denn je steht der CCC in der Öffentlichkeit. Er fordert die Mächtigen mit seinem Wissen heraus und gehört inzwischen auf gewisse Weise mit zum Establishment. Wird der Club seine Hackerseele so behalten und weiterhin ein Sammelbecken für allerlei verrückte Computerkreative sein? Noch ist der Chaos Computer Club streitbar, chaotisch, unkonventionell und frech. Und genau das ist es, was ihn so unverzichtbar macht in unserer digitalen Gesellschaft.